Geloofsa Jesus Christus. Karfreitag. So müsste eigentlich nun oder ähnlich jede katholische Kirche heute ausschauen. Bereit, das Leiden unseres Herrn Jesus Christus mitzugehen im Geiste, aber auch zu spüren und zu fühlen, durch die Verehrung des Kreuzes, dass Jesus für uns real gestorben ist. Dieses Jahr ist dies nicht möglich. Dieses Jahr begehen wir eigentlich heute nicht Karfreitag in der Kirche, indem wir gemeinsam, zusammen den Kreuzweg betrachten und gehen. Dieses Jahr erleben wir den Kreuzweg oder Karfreitagsgottesdienste lediglich virtuell. Eigentlich befinden wir uns bereits seit Wochen in der Grabesruhe. Die Kirche ist in ihrem praktischen Leben tot. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, da doch dieser oder jener Priester, dieser oder jener Bischof oder auch der Papst in Rom jeden Tag über das Internet oder am Fernsehen zu sehen sei, macht sich etwas vor. Kirche lebt nicht von Telefongottesdiensten. Kirche lebt nicht von virtueller Präsenz. Kirche lebt von gelebter Gemeinschaft. Praktisch spürbar, fühlbar, erlebbar. Interessanterweise akzeptieren wir dieses Sterben der Kirche oder dieses Gestorbensein der Kirche in einer derart stoischen Ruhe, dass es vielen bereits Sorge und Angst bereitet. Und ich kann diese Sorge und diese Angst sehr gut verstehen. Haben wir wirklich noch eine lebendige Kirche? Gehört dieses in die Einzelzimmer zurückgezogen sein wirklich noch zur Kirche? Nein. Und ja. Nein, weil das kirchliche Leben, Kirche bedeutet ja Gemeinschaft, Gemeinde, anders gepflegt werden muss. Ja, weil die Kirche zwangsläufig das Schicksal Christi teilen muss. Und gerade jetzt, das erste Mal in einer fast 2000-jährigen Kirchengeschichte, erlebt die Kirche eine lähmende, eine unfassbare Grabesruhe. Kirchen sind geschlossen, und wenn sie offen sind, gespenstisch leer. Es finden keine öffentlichen Gottesdienste statt. Ja, es gibt im freien Europa Polizeikontrollen, ob an einem Gottesdienst nicht tatsächlich mehr als 5 Leute teilnehmen. Und da spielt es keine Rolle, wenn ein Organist oder eine Organistin
fast 100 Meter entfernt ist. Es ist eine sehr skurrile, eine sehr, ich möchte fast sagen, unfassbare Situation, in der sich die Kirche gegenwärtig befindet. Und da helfen auch die frömmsten Ansagen von Priestern, Bischöfen und auch dem Papst nicht wesentlich weiter, wenn man sich der Tatsache verschließt, dass die Kirche gerade jetzt das erste Mal in 2000 Jahren am eigenen Leibe sozusagen an der Gemeinschaft der Kirche diese Grabesruhe erlebt. Selbstverständlich kommen da einige auf die Idee und den Gedanken, dass wir mit Daniel eins sein könnten, wenn er davon spricht, dass das tägliche Opfer abgeschafft werde und es dann noch 3,5 Jahre dauert. Ich möchte dieses Gleichnis nicht strapazieren. Ich möchte vielmehr darauf hinweisen, wie wichtig es ist, wieder eine möglichst rasche Rückkehr zu ordentlichen Gottesdiensten zu bekommen. Denn Kirche lebt nicht von Grabesruhe. Kirche lebt von Auferstehung. Und die Auferstehung ist es, die wir jede Messe am Sonntag feiern. Wir feiern nicht den Tod Christi. Wir sind auf den Tod getauft. Wir feiern auch nicht die dreijährige Pilgerschaft Christi auf Erden. Wir feiern an jedem Sonntag Auferstehung. Und wenn wir also heute am Karfreitag nicht mehr gemeinsam das Sterben Jesu feiern können, weil wir zwangskodifiziert worden sind, um eine Neuschöpfung zu gebrauchen eines Wortes, dann haben wir dafür zu sorgen, dass möglichst bald Auferstehung wieder gemeinsam in unseren Kirchen gefeiert werden kann. Und das nicht nur mit salbungsvollen Bedauernserklärungen, wie schrecklich die Zeit jetzt nicht ist. Als ob die Menschen die Zeit jemals für gut befunden hätten. Nein, die Kirche macht seit 2000 Jahren das erste Mal die Grabesruhe mit. Und so wünsche ich am heutigen Karfreitag, dass wir möglichst bald alle gemeinsam ein grandioses Auferstehungsfest feiern können, in dem vielleicht auch die Kirche wieder aufersteht und wieder eine Lebendigkeit gewinnt, eine Ehrlichkeit in der Kirche, einen vertrauten Umgang, den wir in einer vielleicht kranken Kirche in den letzten Jahren und Jahrzehnten verloren haben. Nutzen Sie diese Zeit des Eingesperrtseins, des faktisch geistlich im Grabe liegens, um darüber nachzudenken und in sich wieder das brennende Verlangen zu bekommen, Ostern erleben zu dürfen. Und so segne Sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen Sie hin in Frieden. Amen.